dürfen wir begrüßen auf der Kutsche oder in der Kutsche die Eltern und sportlichen Bürger von Schönfeld. Und natürlich vorneweg haben wir den Bürgermeister Hans-Joachim Weigel, seit 2001 Schulleiter Klaus Backen, seit 1997 und Pater Frank Wegenus, seit 2002. Ein herzliches Hallo. Und wir haben, wenn ich das genau erkennen kann, auch unseren Landrat, den Arndt Steiner, auch nochmal ein herzliches Hallo hier in Schönfeld zu 800 Jahre. So, mein 50. Einwohner von Schönfeld, älteste und sportlichste, also Emma Hartwig, Siegfried Weise, Ingeborg Hermann, Elsa Eichler, Ruth Rakelmann und Hildegard Hoffmann. Ein herzliches Hallo an dieser Stelle an die ältesten und rustigsten Einwohner aus Schönfeld. Und schon kommen wir zu Bild Nummer 4. Bild Nummer 4 zeigt die erste Erwähnung des Edelsitzes Schönfeldes. Erfolgt am 21. Januar 1216. Und man kann sehen, Herzogs Tammerk des Gornefeld, dargestellt von Siegmund Grafe und das Burgfräulein Jutta Steinburg. Und weiter geht's mit dem Bild Nummer 5. Das Bild Nummer 5 stellt dar, 13. Jahrhundert, erste Siedler kamen aus Flandern oder dem Rheinland und besiedeln unser Gebiet und im Schutz der Burg Meißen. Zu sehen Rico und Ronny Richter mit ihren Familien Markus und Martin Schunke und Freunden. Ein herzliches Hallo an dieser Stelle. Sie sehen, es geht zügig voran, Bild Nummer 6. Und da haben wir 1608, die Pest wütete in der Umgebung. Die Schönfelder stellten Wachen am Ortseingang auf. Dargestellt von der Straßengemeinschaft Elsterwerder Straße aus Kleinen Quälen. Ein herzlichen Dank und ein herzliches Hallo hier. Bild Nummer 7 ist langsam aber sicher im Anrollen hier. Und Bild Nummer 7 stellt dar den 30-jährigen Krieg 1618 bis 1648. Immer wieder leidete die Bevölkerung unter Krieg und schweren Zeiten. Die Schweden, dargestellt vom historischen Verein Öderan e.V. unter der Leitung von Dietrich Heinrich. Die Großenhainer Stadtwache, dargestellt von der Freischützengesellschaft 1860 e.V. Großenhain, ein herzliches Dankeschön und ein herzliches Hallo hier! Und Sie sehen, wir befinden uns nach wie vor im Mittelalter. Schöne Trachten, schöne Kostüme hier zur 800 Jahrfeier. Oh, das Wetter könnte ein bisschen besser sein. Ich finde, es wird auch noch ein bisschen was für die Kinder in die Menge geworfen. Herzlichen Dank. Wir kommen langsam aber sicher zu Bild Nummer 8. 1645 raubt der Kühe. Der Pfarrer Andreas Rentsch reiste den Schweden hinterher und holte seine geraubten Kühe in Sonnewalde bei Finsterwalde. Das Ganze gestaltet von Stefan Jahn und seinen Freunden. Wir kommen zu Bild Nummer 9. 15. und 17. Jahrhundert. Die erste Berichte über die Karpfenzucht in der Dammmühle stammen aus Jahr 1494. Mönche mit Frischwagen werden dargestellt von Dieter Groß und seinen Kollegen aus der Teichwirtschaft Schönfeld, seit 2001. Aber ein herzliches Hallo! Wir kommen zu Bild 19, 1769, die Hochzeit von Karl Friedrich von Erdmannsdorf und Erdmute Magdalena von Zahla. Dargestellt von Familie Tenner und Annemann mit Freunden in originalgetreuem Kostüm vom Kostümverleih Tenner, Kutsche, Mike Grebe, Schönborn. Herzlichen Dank und ein Hallo hier! Bild Nummer 10, 1709, Bild Nummer 11 sind wir schon. Moment. Wow. Bisschen, also, Bild 11, 1772, Johann Gottlob, Bauer aus Oschatz, gründet eine Schmiede in Schönfeld. Fahrzeug mit Schmiedefeuer, der heutige Besitzer ist Gerhard Bauer, in 7. Generation, siehe auch Bild 58, können wir dann nochmal schauen. Also Bild 11, auch ein sehr, sehr schönes Bild.
Da kommen sie auch schon, unser Schmied. Man hört es auch. So klingt das. Ein herzliches Hallo hier. So, meine Damen und Herren, wir kommen zu Bild. Ihres Gatten Günther Graf von Bühner. Sie hatten zwei Töchter, Erdmund von Magdalena von Erdmannsdorf, wurde 86 Jahre alt. Und Sonja und Ulrich Sandke mit ihren Töchtern und Freunden sind Barocklick, Liebhaber und tragen Kleider aus dem eigenen Stand. Ein herzliches Hallo! Man merkt, jetzt wird es militärisch. Wow. Mit dem Bild Nummer 13, die fremden Truppen aus ganz Europa zogen durch Schönfeld 1806, 1813 und durch die umliegenden Ortschaften. Die nahmen sich, was sie brauchten. 1813 gab es in vielen Orten kein Vieh mehr. Carsten Steinmann mit seinen Freunden als französische Soldaten aus Napoleons Armee. Ein herzliches Willkommen hier! Oh! Oh, 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 das ist ganz mächtig hier. So war das damals, 1806, 1813. Wenn schon, denn schon. Das ist ein richtig schöner Qualm. Irgendwann zieht er dann auch zu uns zur Sprechertribüne hier. Und du siehst nur schnell. Jetzt nehmen wir ein paar Reis aus. Herrlich. So. So, meine Damen und Herren, und schon geht es weiter. Eine Postkutsche um 1840 zur Beförderung von Post und Personen. Schon 1694 führte der Postkurs von Leipzig nach Pressau durch Schönfeld. Postweinsäule von 1722. Wir sagen Hallo, Carola Schumann in einer Postillon-Uniform von 1840 und eine Posto mit dabei, Familienmitglieder und Freunde. Und die Postkutsche Familie Jürgen aus Berwalde. Herzlichen Dank. Und hallo! Oh! Oh! Langsam aber sicher wird der Regen auch ein klein wenig weniger. Kleiner Trost. Im Übrigen, das Festzelt ist natürlich dann geöffnet und freigeräumt für die Linda Feller. Wir kommen aber jetzt weiter zum Bild Nummer 16. 1872. Ein Dorfbrand vernichtete. Moment. Bild Nummer 15, 1869, Eröffnung des Bahnhofes Schönfeld, ab 1907 Bahnhof Schönfeld, Lammertswalde, ab 1925 Bahnhof Lammertswalde und die kommen quasi hinten dran mit der K&K-Bahn aus Großenhain, mit Eisenbahnern aus Lammertswalde und Umgebung mit Uniform, Organisator Wolfgang Hoffmann. Die haben es gut, die sind auch ein bisschen überdacht. Wie gesagt, bis 1925 Bahnhof Schönfeld und dann umbenannt im Bahnhof Lammertswalde. Man sieht auch mal ein bisschen originalgetreue Uniformen hier. Deutschen Reichsbahn. Ja, extra aus dem Fundus rausgegraben. Aber ein herzliches Hallo hier! So, und schon machen sich die nächsten auf den Weg. Lass es schmecken! Zu uns am Schloss Schönfeld vorbei. Und da haben wir natürlich das Bild Nummer 16 mit seinem Durchbrand vernichtet. Große Teil des Unterdorfes dabei werden 24 Familien geschädigt. Traditionfeuerwehr Kleinquellen, 1883, ein herzliches Hallo mit historischer Handdruckspritze
von 1880. Ich glaube, wir haben genügend Regen hier. Also, auf alle Fälle mit Pferdegespann, Mitgliederzahl 18, Traktor Lanz Bulldog in der Spanzenrolle. So kann man sich das vorgestellt haben. So ein Fachwerkhaus im Kleinformat. Sehr schön. Qualmt ein klein wenig, immerhin hat es ja damals schon ein bisschen geräuchert, ein bisschen mehr. Also bei so einem Rotbrand ist natürlich ein paar mehr Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Die lieben Freunde von Nachbarland. Mitglieder ca. 40, Vereinsvorsitzender Mike Wilke. Ein herzliches Hallo in den Spielmannszug aus Rotland. Oho. Zum Musikfest mit Freunden. Dietmar Dörschel. Wir sind bei Bild Nummer 20. Bild Nummer 20. 1897 bis 1898. Bau ein neues Schulgebäudes hier in Schönfeld. Dargestellt von der Frau Gutzner, Frau Hauwetter mit den Schülern der Grundschule Lambertswalde 2 und 3b zeigen den Schulalltag um 1900. Auch ein herzliches Hallo! Und jetzt sehen wir wieder eine schöne Kutsche hier. Bild Nummer 21. Oh. 1913, die historische Jagd mit Freiherr Max von Burg und König Friedrich August III. Dargestellt von der Jagdgenossenschaft Schönfeld mit Jagdfang und Jagdhelfer. Ein herzliches Hallo! Hallo! Ich glaube, die Pferde finden das gar nicht so schlimm mit dem Wetter hier draußen. Dem Regen, das stört sie weniger. Herzlichen Dank der Jagdgenossenschaft Schönfeld mit Jagdfang und Jagdhelfer. Wir kommen zu Bild 22. Auch ein herzliches Hallo. Ilona Bürger, geborene Reiche, stellt mit ihrer Familie die Berufe ihrer Vorfahren dar. Wir haben 1962 die Hebamme Anna Reichelt, war 61 Jahre lang im Dienst, zuletzt als Vertretung im AMU. Und 1926 bis 1950 haben wir Uniform- und Kostümschneider Hans Reichelt. Und schon sind wir bei Bild Nummer 23, was bei uns vorbei fährt. 1928 können wir sich bei Karl-Heinz und Annemarie Winkler, zweite Generation, mit Gesellen und Tischlerarbeiten aus der damaligen Zeit. Und da sieht man auch schon die Erntekrone. 1935, der Erntewagen mit Erntekrone, dargestellt vom Landwirtschaftsgebiet Steffi und Martin Steinbohm. Gegründet 1991. Ein herzliches Hallo hier! Sehr schön gewonnen, die Erntekrone mit einem typischen Erntewagen. 1935. Und der nächste
Wagen ist auch schon am Anrollen. Bild, 25. Meine Damen und Herren, sie gehen 1939 bis 1945. Zweiter Weltkrieg im April und Mai 1945 erreichte der Krieg Schönfeld. Die Einwohner flüchteten zeitweise nach Kaufbach bei Wilsdruck. 41 junge Schönfelder Männer sterben sinnlos auf den Schlachtfeldern in Gefangenschaft. Dargestellt von Familie Ulrich Rack und Volker Dehme mit ihren Freunden zeigen einen Flugplan Fahrzeug Kramer Baujahr 1939. Ein herzliches Hallo an dieser Stelle. Wir kommen zu Bild 26, 1945, Ankunft von Vertriebenen. Heimatvertriebene fanden nach leidvoller Flucht auch in Schönfeld und Umgebung Unterkunft in sehr schwierigen Nachkriegsbedingungen. Familie Henke, selbst von der Umsiedlung betroffen, zeigt einen ferngezogenen Flugplan mit drei Generationen der Familie. Ein herzliches Hallo an dieser Stelle. Und wir kommen zu Bild 27, 13.02.47, Robert Rösemeyer meldet Gewerbe als Schuhmachermeister an. Er führt es bis zu seinem Tod in 1983 aus. Thomas Krauser, Enkel von Robert Rösemeyer, wird das Ganze hier begleiten. Auch ein herzliches Hallo! Ja, also der Schuhmachermeister Rösemeyer. Auch ein Stückchen Wohngeschichte hier in Schönfeld. Und man sieht natürlich die historischen Sachen auf diesem Wagen perfekt dargestellt. Herzlichen Dank nochmal und willkommen an den 28, 50er Jahre Kartoffelernte, wie sie damals war. Familie Schäfer und Henke mit alten Gerät für Kartoffelanbau und Kartoffelernte. Fahrzeug sehen Sie, ein Modell Junkers von Rudi Münch und dann Grumbach, Baujahr 1950 und Kartoffelroder Lanz, Baujahr 1930. Man sieht, es funktioniert noch alles prächtig. Ein herzliches Hallo hier! Sie sehen, Schönfeld ist seit vielen Jahrhunderten landwirtschaftlich geprägt, Bild 28 Jahre bedeutet das auch. 1949 Gründung der SAS, Maschinenausweichstation in Schönfeld. Die wenigen Maschinen und Fachkräfte sollten effektiv eingesetzt werden. Mit alten Vorkriegsmaschinen wurde eine MAS betrieben, Fahrzeuge Landsbruder, Baujahr 1940, Landswinter, Baujahr 1935. Anna Steinbürt und Tobias Weiske führen das ganze Gefährt. Ein herzliches Hallo! Bild 29 haben wir 1953 aus der MAS für die MTS eine Maschinenfaktorstation und 1964 der Kreisbetrieb für Landtechnik KFL wurde gegründet. Klaus Peter Grebel mit ehemaligen Kollegen des damals größten Betriebes in Schönfeld. Fahrzeug ein ZT300. Man sieht schon, das Fahrzeug hat auch schon einiges mitgeschrieben. Junge Bauern, aber immer ein schöner Oldtimer, ein herzliches Hallo nochmal! Wir haben nämlich das Bild 30, was sich langsam aber sicher um die Kurve schlängelt hier am Schloss. Mit einer illustren Schar an Leuten, die das Bild verdeutlichen. Und was auch ganz wichtig ist für Schönfeld, natürlich das Landambulatorium 1953. Es war übrigens auch der erste Ambulatoriumsneubau in Sachsen. Und ich denke, das ist nach wie vor natürlich auch noch einen besonderen Applaus hier wert, weil viele Schönfelder Umgebungen schätzen natürlich die nahe Anbindung hier im Ort, dass sie halt auch Ärzte haben, die ihnen auch helfen können. Also nochmal einen besonderen Applaus für das Landambulatorium aus Schönfeld, dargestellt von Dr. Ursula und Dr. Siegfried und Dr. Ralf Lenk und ihre Belegschaft mit historisch-medizinischen Geräten sowie junge Mütter aus dem Weg zur Mütterberatung.
Also meine Damen und Herren, nochmal einen Riesenapplaus hier. Lang am Moderatorium, das erste quasi nach in Sachsen, nach dem Krieg. Herzlichen Dank hier. Was ist denn da los? Haben wir da am Verletzten rausgucken aus unserem Landarbeitatorium? Aber ich denke, so schlimm wird es nicht sein. Da hat aber gerade eben sein Mikrofon von der Sprechstunde geholt. Aber sehr schön, kostenlose Mittelberatung habe ich gehört. Ja, also wenn das heute nicht ist, so 800 Jahre Schönfeld. So, meine Damen und Herren, Sie sehen gleich im Anschluss das Bild 31. 1957 im Juni wird das Landwarenhaus eröffnet. Das Angebot reicht von A wie Anzüge bis Z wie Zweiräder. Auch ein herzliches Hallo, dargestellt von Andrea Böttger mit ehemaligen Mitarbeitern, Fahrzeug Traktor RS34 von Michael Dietrich. Ein herzliches Dankeschön und Hallo! Und auch schon geht es Richtung Bild 32, 1959. Die Zahl der motorisierten Fahrzeuge auf der Hochstraße steigt ständig an. Werner Mammels aus Sacker mit seinem Motorroller hat diesen ersten Sitz seit 1959, Motorroller Berlin SR 59 mit Anhänger Kappi. Auch von uns nochmal ein herzliches Hallo. Ein Telefon, den Helikopter. Die 60er Jahre, auch in Schönfeld, die moderne Musikeinzug, aus der elektrischen Gitarrenentlung. Lisa von ihrer Freundin aus Weißig am Ratschitz und Schönfeld ist mit dabei, plus die NS2 Go Dance Room. Herzlichen Dank nochmal. Und Bild 34, noch ist auch 60er Jahre am ABV, Abschluss und Vollmächtiger, also könnt ihr euch zeigen. Wir hören die Karl-Heinz Krause aus Weißig am Ratschitz mit seiner Scheibe. Und Bild 35, 1956 bis 60, Kunde- und Landwirtschaftsproduktionsgenossenschaft. 1960 LTG Typ 3 Hohenrot, 1963 LTG Typ 1 Werk 3 Freiheit. Zurück zur LTG-Zeit mit Nick Hamburg, Kuppumme, Familie Böhme, S-Meyer, S-Steinbord und ehemaligen Kollegen, Fahrzeuge Aktivist von S-Meyer Bammels, Bayer 64 und Werner Bäume. Da kommen sie auch schon. Und hier sehen wir Bild 36. Verschiedene landwirtschaftliche Maschinen, die überall im Einsatz waren. Interessengemeinschaft Landtechnik der Sachsen-Landbaugesellschaft an der Zweite. Leitung Gerald und Ilona Müller. Fahrzeuge Maulung RS0 am 15 und an der Schlepper ZE 303. Und da kommen wir auch schon. Bild 1937. 1945 bis 90er Jahre. Die Fahrzeuge der Sowjetarmee gehören zum Straßenbild. Das sind die Kampflosen, die Fahrzeuge der 80er Jahre. Von Uwe Meyer, LGW, SIL 131 und Jeep UAL, UAZ. Ein herzliches Willkommen hier. Thank you.
der Oberschule in Schönwald. Und natürlich gehört zur Oberschule auch eine Grundschule dazu. Und die gibt es in Nummer 2 mit Nummer 40. Schulnehmer DDR und Schulanfänger von 2016. Schüler sind 114 in 7 Klassen und Lehrer, Lehrerin ab 8 an der Zahl. Oh. Schulleiterin ist Rita Jube. Auch ein herzliches Hallo für die Grundschule aus Nappertswalde. Und mit 41 an die Kindergartenstelle Sonnenschein. Seit 54 gibt es einen schönen Teil am Kindergarten. Heute wieder so im Verein geblieben. Fahrzeug RS30, Baujahr 1957.
Ein herzliches Hallo. Auch der Impro-Bereich ist heute dabei. Die Gruppe 1869. Das ist der Unterlauf von den Mitgliedern 25. Und Obmann ist Bösleine. Und wir haben Band 50. Schützenverein Schönberg. Und auch und da kommt sie auch schon, der Schützenverein Schönberg 1873. Und die haben ja auch schon für den VW-Auftakt gesorgt. Vorigen Sonntag zum Bogenschießen hier am Schloss. Aber auch noch ein herzliches Hallo, ihr den Schützenverein! Ja, wir haben eine richtig schöne Kutsche hinten dran. Mit richtig tollen Pferden. Passend zu 800 Jahre hier in Schönfeld. Und wir haben auch einen ganz wichtigen Verein hier in Schönfeld, den Männerchor Schönfeld mit 51. Und gegründet 1922, Vorleiter Peter Keller, erster Vorsitzender Frank Knob, Mitglieder 32, davon 26 aktiv, 6 passive. Und auch denen nochmal ein herzliches Hallo hier! Hallo! Grüß euch! Man sieht, die haben das Ding auch nicht gelernt, unser Wanderwürdigungsverein hier. Bild 52! Haben wir sie schon an den Uniform und auch an den Geräusch? Bild 52! Gegründet 1948! Mitgliederzahl 79! Davon 51 aktiv! Fahrzeuge TSA Anhänger mit Traktor Wagas B 1000 von 74 und heutige Einsatzfahrzeuge sehen Sie hier von der Freiwilligen Feuerwehr Schönfeld. Der wichtige Verein hier in Schönfeld, seit vielen Jahren mit dabei, den Rassegeflügelzuchtverein Schönfeld und Umgebung e.V. Wir gründen 1950 euer herzliches Hallo hier. Vorsitzender Eberhard Grafe, Mitglieder 39, Fahrzeugsenik Graber, Fahrungsjung Jone, Brieftauben, haben sie auch mit dabei. Die wollen die eigentlich noch freilassen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit hier. Wir gehen eine ganze Runde. Also mein herzliches Hallo dem Rassegeflügelzuchtverein. Und auch hier kam ein Verein, der auch ganz wichtig ist fürs Leben. Die Spätgemeinde Schönfeld e.V. Auch ein herzliches Hallo! Gegründet 1970 wurde zum Matthias Rehme mit Mitgliedern und 10-6 Sektionen, unter anderem Tischtennis, Seniorensport, Fußball. Und man sieht, die sind auch richtig sportlich hier dabei. Zügigen Stepper drauf beim Umzug und kriege weiter zu aufgehört zu ringen. Wir begrüßen den Jugendclub Schönfeld 1985. Vorsitzender Florian Wolf, Mitglieder 37. Und auch der Jugendclub hilft bei einem richtig aktiven Dorfleben, Maibaumstellen, WM Public Viewing,
und wie das wäre, Frühlingsball. Herzlichen Dank, Jugendclub Schönfeld! Gegründet 1932, Inhaber Gunnar Schleinitz, zwei Räder und Kombigeräte. Sie merken, Gewerke und Gewerbe ist ganz wichtig auch hier in Schönfeld. Und das hat sich halt entwickelt innerhalb der 800 Jahre, natürlich in der Neuzeit ein bisschen mehr bei der Industrialisierung. Und dann natürlich auch dieser Straße, dieses Handelsweges, der seit vielen Jahrhunderten hier auch durch Schönfeld gegangen ist. Man sieht ab und zu auch ein paar Bilder, die dann den Weg hierher bindet. Wir kommen zu Bild 61, die Firma Ulrich Jone, gegründet am 1.7.1980, Installateur und Klempner, Zentralheizung, Lüftungsbaumeister. Fahrzeug sehen Sie, ein Framo, Baujahr 1956, war 1980 schon das erste Firmenfahrzeug, also quasi gut erhalten bis zur 800-Jahr-Feier. Hier an dieser Stelle die Firma Ulrich Jone, auch ein herzliches Hallo hier. Und anschließend die Gärtnerei Hübner, Blumenabschloss, Anke Hübner, Garten- und Landschaftsbau, Frank und Falk Hübner, Pflanzung und Anbau von Blumen und Gemüse sowie Verkauf im eigenen Laden. Aus der LBG-Gärtnerei wurde 1990 die Gärtnerei von Brigitte und Herbert Hübner. Auch ein herzliches Hallo. Und ich sehe schon, langsam aber zu heute ein riesengroßer Reifen. Und wie soll das anders sein? Bild 63. Reifenservice Volker Klinge. Gegründet 1990, 2007 zum Kfz-Meisterbetrieb Sandra Klinge erweitert. Auch ein herzliches Hallo an dieser Stelle zur 800-Jahr-Feier. Und man sieht auch einen richtig schönen Grund. Ich glaube, ein Traktorreifen ist ja auch noch ein Modell dran. Also, herzlichen Dank dem Reifenservice Volker Klinge. Bild 64 haben wir Elektroinstallation Jürgen Schmidt,
gegründet 1992, meine Damen und Herren. Jürgen Schmidt montierte 1993 die erste Photovoltaikanlage im Kreis Großenhain. Da hat noch mal gedacht, was ist das? Ja, Schönfeld wurde ab 1912 an das Elektrizitätsnetz angeschlossen. Man sieht noch ein paar historische Sachen dort auf und drauf. Und so hat das ein bisschen mal ausgesehen, damals vor ein paar Jahrzehnten. Und auch schon das nächste Bild ist im Anrollen. Wir haben den Floristenhof Heike Franke gegründet, 1999. Floristik für jeden Anlass. Fahrzeug, der erste Kramer in Schönfeld. Baujahr 1937. Auch ein herzliches Hallo. Und Bild 66 ist am Anrollen. Einzelhandelsgeschäft Doris Jenig, gegründet 1999. Textilien, Schreibwaren, Lotto, Post, Erzgebirge, Volkskunst, also Holzkunst. Ja, auch Volkskunst, je nachdem. Also Bild 66, auch sehr schön geschmückt. Ich weiß gar nicht, ob man hier den passenden Tipp bekommen kann, damit es dann heute Abend klappt. Wieder Millionen im Lotto. Aber auf alle Fälle auch eine wichtige Sache hier in Schönfeld, dass sowas dabei ist. Auch nochmal ein herzliches Hallo hier. So, meine Damen und Herren, was sehen wir hier? Das Bild 67. Fliesenlegermeister Enrico Uschner. Gegründet 2001. Fliesen in allen Formen und Farben. Ich hoffe, da schmeißt jetzt keine und die Fliesen. Das wäre ein bisschen abziehend für die Gäste. Aber es gibt ein paar Basecats, habe ich gesehen. Herzlichen Dank der Firma Uschner. So, meine Damen und Herren, jetzt auch eine ganz wichtige Geschichte. Es finden hier noch viele Sachen statt. Hier schöne Anlässe hier im Schloss, natürlich auch Hochzeit. Und da haben wir hier die Friseur Charakterköpfe gegründet 2002. Inhaberin Maja Sturm mit Kosmetikstudio. Aride Kürzler ist mit dabei. Friseur und Kosmetik für alle Anlässe. Auch ein herzliches Hallo. Und wir kommen zum nächsten Bild. Das nächste Bild zeigt die Dachdeckerei Trench, gegründet 2008, Dachdeckermeister Oliver Trench und sein Mitarbeiter reden jede Art von Dachdecker Trennarbeiten. Irgendwie ist so ein bisschen was noch abangekommen. Wir haben davor noch die Senioren gehabt, Seniorenresidenz aus der Sonne am Schlossberg. Auch ganz richtig, herzlichen Dank, eröffnet am 23.09.2004, Bewohner 60 Stück. Das geht hier Stück für Stück ganz. Dort voran frisierbar Elisa Krause, gegründet 2005, Bild 71, tolle Frisuren. Wir haben Elisa Krause und ihren Freunden gezeigt. Bild 72, es wird lauter, mit dem Verein Adelsdorf-Ebau, gegründet 2003. Wir haben noch einiges vor am heutigen Nachmittag. Heute, oder besser gesagt auch Richtung Abend, gibt es ja noch ein Abschlussfeuerwerk hier in Schönfeld. Lass uns überraschen. Und wie gesagt, noch ein Live-Auftritt. Linda Feller, Grinnenfestzelt. Und wir wünschen Ihnen noch viel Spaß
Tim und Jahre Schönfeld. Herzlichen Dank!